Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Ich muss sagen, ja, Minecraft, die alte Diva, kackt mich oder fuckt mich gerade mal wieder so ein bisschen ab, weil ich habe eigentlich nichts verändert, aber es lief auf einmal nicht mehr, es wollte nicht mehr. Es lief dann auf einmal nur noch mit, ich glaube, 20 FPS oder sowas und es hat geruckelt ohne Ende. Dabei haben wir nichts gemacht. Ich habe den Rechner eine Woche lang stehen lassen, weil ich nicht zu Hause war und keine Zeit hatte. Da habe ich ihn eine Woche lang einfach mal nicht berührt, schon ist er eingeschnappt und Minecraft läuft nicht mehr. Dann habe ich einfach mal ein neues Java-Update gezogen, schon läuft Minecraft wieder. Das ist doch eine alte Drecksau-Minecraft einfach. Ist aber jetzt auch wurscht, wir spielen jetzt hier nochmal schön in unserer Welt und gucken mal, was wir denn heute machen. Wir müssen zum einen da hinten, was müssen wir denn machen eigentlich, ich weiß es gar nicht. Wollen wir hier weitermachen oder da habt ihr wahrscheinlich schon die Schnauze voll? Da müssen wir noch Pistons anbringen. Ich habe ja angekündigt, dass ich schon mal ein bisschen weiter auskoppeln werde. Habe ich gemacht. Im Keller quasi. Schon mal ein bisschen. Ich springe da einfach mal runter, um es zu zeigen. Zack, da habe ich schon mal die Wand reingezogen und den Boden. Oder habe ich das schon in der Folge gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall an manchen Stellen einfach schon mal ein bisschen Koppel hingemacht. Weil ich dachte, zum Beispiel hier hinten die Wand zugezogen. Weil ich einfach dachte, dass das euch vielleicht besser gefällt, wenn ich dann nicht die ganze Zeit an einer Stelle rumkoppel. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch Leitungen verlegen. Huch, da habe ich auch noch gar nichts gemacht. Da müssen wir noch Leitungen verlegen und so weiter und so fort. Es ist eigentlich alles vorbereitet. Und jetzt ist die Frage, machen wir hier weiter oder was? Ja, jetzt müsste ich euch direkt fragen können. Wir gucken mal auf das Feld. Wie ist denn da alles schon gewachsen? Ja, das ist, da fehlen schon wieder welche. Das ist ja furchtbar. Ja, also da muss es noch wachsen. Abernten können wir nicht. Tja, dann würde ich sagen, was machen wir denn jetzt, verdammt? Ich weiß ja auch nicht, was wir jetzt machen. Das ist ja jetzt schlimm. Hier haben wir noch zwei Pistons. Wir haben ja schon, wir können ja schon mal ein bisschen Weizen erstmal wegbringen. Wir bringen einfach mal schon mal ein paar Sachen weg. So, wir haben doch zum Beispiel da draußen noch die Kiste. Da haben wir die Kiste. So. Zum Beispiel das Wasser bringen wir mal weg. Die Blumen bringen wir weg. Die Wolle bringen wir weg. Alles, was wir mitnehmen können, bringen wir mal weg. Ein bisschen Erde lassen wir da. Das ist ganz gut. So, dann gehen wir also zurück mal ins Lagerhaus. Und dann würde ich gerne noch was unten im Dings machen. In der, in der Bauern... Huch, da hängt es schon wieder. In der Bauernbude würde ich gerne mal was machen. Denn da haben wir ja unseren... Was ist denn jetzt los? So immer so Mini-Ruckleit, also zum Zwischeneinbrüche oder sowas. Nee. Ach, das waren die Hasen. Hier unten im Keller haben wir ja noch unseren Verzauberungstisch und alles mögliche. Komm, wir gehen mal da lang, da sind wir schon lange nicht mehr lang gegangen. So. Und da würde ich auch gerne nochmal was machen. Das machen wir vielleicht jetzt. Einfach mal so zur Abwechslung. Hier wollen wir ja auch noch was reinbauen. Alter Schwede, haben wir noch viel vor. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir denn so machen können und was ihr für Gebäude noch sehen wollt und so weiter und so fort, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde mich drum kümmern. Ja, das werde ich tun. Nur für euch. So, jetzt die Erde haben wir drin. Ist die da? Falscher Knopf. Da ist voll. Da passt noch einer rein. Dann wird es hier weitergehen und da schmeißen wir den Rest rein. So. Ja, jetzt habe ich den ganzen Scheiß mitgenommen. Das ist auch nicht gut. Den brauchen wir ja noch an der Erntemaschine. Bam. Da haben wir schon Diamantschwert haben wir da ja gemacht. Egal. So. Habe ich da nicht eben... Nee, Monster sind scheinbar aus. Müssen wir gleich wieder anmachen. Wo kommen denn die scheiß Blumen rein? Sag mal, weiß ich. Ach, da kommen die Blumen rein. So. Und dann haben wir da oben Weizen, ne? Ne, da haben wir Weizen, ne? Ne, da drüben haben wir Weizen. Ne, da oben haben wir Weizen. Wusste ich's doch. So, das Weizen da rein. Jetzt habe ich die Blume vergessen. Muss ich weiter drücken, das Lied? Es ist ein bisschen schwierig jetzt in letzter Zeit so GEMA-technisch. Viele Lieder, die ich vom Anfang an drin habe, seit der ersten Minecraft-Folge, und es gab dann, werden mir jetzt auf einmal, ja, angezeigt, so von wegen GEMA, Achtung, pass auf, und bla bla bla, wegen Drittanbietern und keine Ahnung, Gedöns, und das ist echt komisch. Scheinbar wurden die Lieder dann doch noch in die Liste aufgenommen, weil die habe ich eigentlich seit der ersten Minecraft-Folge, habe ich die Lieder hier verwendet, ne?
Aber, naja. Auf einmal sind sie in der Liste drin und du darfst sie nicht mehr verwenden. Das ist ja auch ein bisschen doof, finde ich. Also wenn sie mal frei waren, dann nochmal zu sperren, das ist doch eigentlich auch blöd. Weil wie viele Künstler haben jetzt irgendwelche Lieder verwendet, die mal frei waren und dann wurden sie auf einmal gesperrt und jetzt können die ihre Videos nicht mehr zeigen, weil die dann auf einmal gesperrt wurden. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. So, höchstpersönlich. So, and now gehen wir mal, ja, wie gesagt, wir gehen hier mal zu Dings, Bums, Dingens, Kirchens, da, und da oben ist unsere Burg, da müssen wir auch mal noch weitermachen, wir haben doch so viele Baustellen hier, wir werden, glaube ich, nie fertig werden. Ja, die Fliegen melden sich auch zu Wort. So, wir machen mal hier, nee, da geht's ja rein. Da haben wir noch so den ein oder anderen Baumstumpf. Na, hier von den Dings, da brauchen wir ein bisschen Holz von denen. Hier, da, die machen wir mal noch weg. Ja, überall Mücken, das gibt's doch gar nicht. Was denn hier los? So, und jetzt bräuchte man wieder was zu erzählen. Aber was könnte man erzählen? Keine Ahnung. Habt ihr Rush geguckt, den Film? Mit dem Niki Lauda zum Beispiel? Aber da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? Aber ist schon cool. Und wenn man den Film gesehen hat, finde ich, bekommt man höchsten Respekt vor dem Herrn Lauder. Sorry, da musste ich mal husten. Ja, und der James Hunt, der ist ja leider nicht mehr am Leben. Ich glaube, die zwei, wenn der noch leben würde, hätten die zwei heute einiges zu lachen und zu reden. Die haben schon einiges miteinander erlebt, die zwei Herrschaften. Die zwei größten Formel-1-Rivalen der Geschichte. Ich glaube, kein anderer erbitterter Zweikampf war besser und größer als dieser zwischen Niki Lauda und James Hunt. Und diese ganze Story, ne? Das ist ja schon fast so, als hätte ein Hollywood-Autor dran gesessen und die geschrieben. Das ist echt verrückt. So. Dabei ist das einfach nur die Geschichte zweier Männer, die einfach, ja, einfach die waren, die sie waren. Also es ist ja nichts umgeschrieben oder da ist ja nicht, oder zumindest im Film glaube ich, dass nicht viel Neues dazu gekommen ist. Und trotzdem ist es so eine atemberaubende Geschichte. Man muss sich natürlich auch ein bisschen für Motorsport interessieren, sonst findet man die Geschichte nicht so toll, glaube ich. Aber ich fand sie sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So. Wie gesagt, und ich habe höchsten Respekt, weil die Formel 1 zu der Zeit war auch noch was anderes. Jetzt nicht nur wegen, hier Todesfällen und gefährlich, sondern auch das Ganze drumherum, das, da war, glaube ich, das eigentliche Fahren, war da, glaube ich, noch das Einfachste. So wie die, was die geackert haben, und das würde heute gar nicht mehr gehen, das ist ja Wahnsinn. Zum Beispiel, dass so ein Niki Lauda in einen Rennstall kommt und denen dann sagt, ja, mach mal das Auto so oder mach das Auto mal so, dann wird's schneller. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Da sitzen ja so viele kluge Köpfe dran, die da schon so viel ausprobiert haben, dass es eigentlich auslangt, wenn der Fahrer sagen kann, ja, ich habe da ein Problem, das Auto untersteuert in der Kurve ein bisschen und in der Kurve passiert dies und in der Kurve passiert jenes, können wir das irgendwie ändern? Also ich glaube schon, dass die natürlich ein technisches Verständnis haben bis in heute, aber ich glaube nicht mehr so wie früher, wie zu Niki Laudas Zeiten. Der war einfach ein Genie, möchte man behaupten. Während der James Hunt ja eher so der typische damalige Rennfahrer war, so ein bisschen ein Draufgänger, so ein kleiner Playboy und so. Naja, egal. Ich will ja nichts verderben. Ihr guckt euch den Film einfach am besten selbst an. Er ist es auf jeden Fall wert. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt wird es ja sowieso dunkel. Wir können auch mal die Monsterchen anschalten. Wo haben wir sie denn friedlich? Da machen wir da rein. So, zack, zack. Schon. Oh, da sieht sie ja da die Mühle. Toll. Mir gefällt sie noch. Und ich weiß, der Gronkh hat auch eine Mühle gebaut. Aber es gibt noch ganz viele andere Let's Player, die Minecraft-Let's Player, die auch eine Mühle gebaut haben. Also habe ich die nicht zwangsläufig jetzt beim Gronkh nachgebaut. Das ist immer so ein bisschen so dieses Angekacke. Ich meine, ich habe ja auch schon zugegeben, dass hier und da vielleicht so ein paar Sachen existieren hier in dieser Welt, von denen ich mich beim Gronkh habe inspirieren lassen. Das habe ich aber auch gesagt, als ich die gebaut habe. Zum Beispiel beim Leuchtturm und so. Das habe ich ja auch alles zugegeben. Und das finde ich ja auch nicht schlimm. Ich meine,
wenn einer was macht und das ist gut, warum darf das dann kein anderer machen? Das verstehe ich nicht. Man sollte natürlich nicht versuchen, 1:1 zu kopieren oder oh, da hinten rennt ein Creeper auf dem Feld rum. Was ist das denn? Wo spawnen die denn da immer? Ich gehe mal kurz schlafen, dann verschwindet er. Ja, dieses, immer dieses Rumgemägel. Keine Ahnung. Es hat schon 1000 Leute vorm Gronkh haben schon Minecraft gespielt und haben da Mühlen gebaut. Das ist, kotzt mich da immer so ein bisschen an, wenn da immer so verglichen wird. Der Gronkh ist der Gronkh und keiner kann ihn kopieren, auch wenn er sich noch so anstrengt. Kann man ihn nicht kopieren. Der Gronkh ist eine eigenständige Person, der ist eine Eigenart und mit seiner eigenen Art ist er auch erfolgreich. Und die kann man nicht einfach so kopieren. Die muss man angeboren haben. Und auch wenn sich vielleicht der ein oder andere Let's Player so ein bisschen anhört wie der Gronkh oder vielleicht der Tonfall so ein bisschen ist oder die Art vielleicht auch so ein bisschen ist, ist aber dann trotzdem anders. Jeder hat seine eigene, auch ich habe meine eigene, ja, Seele, was will ich denn sagen, mein eigenes, jetzt habe ich hier einen Haufen Eier in der Tasche, ja, meine eigene, das ist ja mein eigenes Ding hier, ich kopiere ja niemanden, ich will ja niemanden nachahmen oder sonst irgendwas, ich spiele, wann es mir gefällt, ich spiele, was mir gefällt und wann ich Zeit und Lust habe, da ist das alles ein bisschen, ja, finde ich immer ein bisschen schwierig. Das, da komme ich jetzt nur drauf, weil ich jetzt bei einem anderen Let's Player gelesen habe. Ich reiße das jetzt mal hier ab. Ich will den Keller ausbauen, ne? Ich komme da jetzt nur gerade drauf, weil ich beim anderen Let's Player gelesen habe, dass er beschuldigt wurde, dass er einen Gronkh nachmacht und alles Mögliche. Das sind dann halt auch immer diese kleinen Gronkh-Fanboys, muss man sagen. Ich habe ja, also, das hört sich immer so ein bisschen böse an. Aber das ist leider immer so ein bisschen das jüngere Publikum, obwohl ich das jüngere Publikum eigentlich sehr schätze hier, weil das macht auch den größten Teil bei den bei YouTube aus, das jüngere Publikum. Ach so, da ist das dahinter. Ah, das ist ja auch interessant. Ja, das macht ja den größten Teil hier bei YouTube aus, das jüngere Publikum. Und deshalb, also ich mag das ja eigentlich, aber da sind eben auch, wie in jeder Gruppe oder in jedem Bereich sind da halt auch mal so das ein oder andere schwarze Schaf, was dann total Schwachsinn labert oder einfach nur Mist erzählt oder in die Kommentare schreibt. Und somit ziehen die dann die ganzen 13-jährigen oder minderjährigen Zuschauer mit in den Dreck. Das ist auch so eine Sache. Das finde ich auch nicht gut. Weil da heißt es dann immer so, ah ja, die minderjährigen, ja, die 13-jährigen Fanboys, die machen da, die erzählen sowieso nur Scheiße. Und wenn dann ein 13-Jähriger zuguckt, dann wird er nicht mehr für ernst genommen. Und man findet alles Scheiße, was er sagt und so, nur weil er dann jünger ist. Dabei stimmt das ja gar nicht. Es gibt viele 13-Jährige, die reifer sind als so mancher 30-Jährige, möchte ich mal behaupten. Aber es ist halt leider mal so, dass viele Jüngeren dann eben den anderen Jüngeren so ein bisschen den Spaß an YouTube nehmen. Das ist halt leider so. Da kann man nichts machen mit ihren sinnlosen Rum-Hate-Kommentaren da. Finde ich ein bisschen traurig, aber auch die werden irgendwann erwachsen und werden dann erkennen, ja, wie doof ich damals war. Also ich hoffe zumindest, dass die irgendwann mal das erkennen. Ich habe ja auch, als ich jünger war, habe ich ja auch so viele Scheiße gemacht, wo ich heute denke, so, zum Glück hat es keiner mitgekriegt. Huch. Ja, nee, das wollte ich mir einfach mal so, weil dann wir dann ja, also da schreibt dann zum Beispiel so ein Minderjähriger, schreibt irgendeinen Scheiß-Kommentar rein und da kommen dann Ältere, die da reinschreiben, ah, typisch 13-Jährige. Dabei kann man das auch wieder nicht sagen, weil es ja nicht alle 13-Jährige sind. Das ist dann alles so ein bisschen, da schreibt einer ein dummes Kommentar rein und schon werden dann Gruppen gebildet, wird Krieg geführt und die ganzen Kommentare sind vollgespammt mit irgendwelchen Beleidigungen und Rumgehetze. Das ist doch traurig, Jungs. Man möchte doch hier Spaß haben. Das ist immer so ein bisschen, ich verstehe das. Ich meine, ich spiele ja selbst auch Sportler. Ich mache ja auch Handball. Und da verstehe ich das. Da werde ich auch manchmal ein bisschen energisch. Und wenn dann irgendwas nicht läuft oder wenn mich einer vielleicht irgendwie unfair fault oder sowas, dann könnte ich auch ausrasten und sage vielleicht das ein oder andere. Aber im Endeffekt würde ich mir nie durch so eine Aktion den Spaß nehmen lassen. Und das ist nämlich das, was den Profi oftmals vom Amateur unterscheidet. Egal in welcher Rubrik jetzt da ist, denn beim Fußball oder beim, wie wird denn das Gras eben hier grün? Ach da, okay. Das heißt denn beim Fußball oder beim Handball oder beim Let's Playen, der Profi, der kann immer besser mit Kritik umgehen und der denkt oftmals einfach nur seinen Teil. Was denn?
Oh, ach so, das waren die. Ah, das war der Grill da oben. Ach ja, interesting. Ja, der Profi denkt sich halt oftmals einfach nur seinen Teil und sagt, ja, laber du nur. Anstatt dann irgendwie sich auf so eine Scheißdiskussion oder sowas einzulassen. So. Sieht man häufig beim Mannschaftssport. Weiß nicht, wer von euch Mannschaftssport macht. Aber es gibt sehr, sehr häufig die Situation, dass zum Beispiel der Schiedsrichter irgendwas falsch sieht oder vermeintlich, oder man meint, er sieht was falsch, und anstatt dann einfach weitergekämpft wird und irgendwie versucht wird, trotzdem noch ranzukommen, wird erstmal gemeckert. Aber ich habe doch nie einen Schiedsrichter gesehen, der dann sagt, ach ja, stimmt, Sie haben recht, ich werde meine Aussage zurücknehmen. Deshalb bringt Meckern nichts. Das verstehen aber die wenigsten. Ich meine, dass man mal ein bisschen rummeckert, aber dann auch gleich wieder einsatzfähig ist. Also ich meckere ja auch rum, wenn mir was nicht passt, ist ja ganz klar. Aber das dauert nur ganz kurz, ein paar Sekunden, dann konzentriere ich mich wieder auf meine Aufgabe. So. Wie gleiten wir denn jetzt aus? Mit Koppel? Koppel oder was nehmen wir da unten jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt schmiert mir hier gerade was ab. Wir sind gleich zurück. Moment. So, da sind wir wieder zurück zu Minecraft und ist mir schon wieder abgeschmiert, die alte Diva hier. Und ich weiß ja auch nicht, was das ist. Also es ist echt ein Graus. Also das ist ja wirklich, wenn der Inhalt von diesem Game einfach nicht so geil wäre und ich das damals nicht nur für 5 oder, nee, ich glaube für 9 Euro gekauft hätte, würde ich ja sagen, dass das eine riesengroße Frechheit ist, was ja hier als Spiel verkauft wird. Aber es ist halt einfach, der Inhalt von dem Game ist einfach geil, muss man sagen. Aber die Performance ist der größte Schrott. Das tut mir leid. Also ich wurde auch schon mal in den Kommentaren angeschrieben, wo dann stand, jetzt wirst du mal ein bisschen arg hart. Aber ich muss leider sagen, Minecraft ist eines der schlechtest programmiertesten Spiele, die man so kennt. Also was jetzt die Engine betrifft. Ich weiß jetzt nicht, wie es... Ach, guck mal, da haben wir sogar noch Bücherregale. Cool. Nimm mal mit. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht, aber ich habe tagtäglich mit Minecraft zu kämpfen irgendwie. Das ist echt schwierig. Und das Interessante ist aber, ich meine, das ist ja nicht schlimm im Großen und Ganzen. Wenn es dann mal geändert wird, das Verrückte ist ja, dass das sich jetzt noch nie geändert. Also seitdem ich Minecraft besitze, und das ist schon seit einer Alpha-Version irgendwas... Also, wie gesagt, ich habe Minecraft für, das waren 9 Euro oder sowas. Oder waren es 9 Dollar? Ich weiß nicht. Ich habe es für ein Apfel und ein Ei habe ich es damals gekauft, wo ich noch lange nicht ans Let's Playen gedacht habe. Da kannte ich auch den Kronk noch gar nicht. Da habe ich es schon gekauft. Und, ja, seitdem gibt es ja diese Probleme, aber die wurden irgendwie nie behoben. Das ist ja das Erschreckende da eigentlich an der ganzen Geschichte. So, jetzt Koppelwände. Oder was machen wir für Wände? Machen wir die hier als Wand? Oder machen wir Koppel als Wand? Ich weiß es noch nicht. Sorry, da muss ich nochmal kurz husten. Ja, ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr so von Minecraft und dem... Jetzt hängt das schon wieder, ey. Das gibt's doch nicht. Was ihr von Minecraft haltet... Abgesehen jetzt mal von den Konzepten des Spieles, wie gesagt, das Konzept, da brauchen wir gar nicht erst drüber reden, das ist einfach sehr geil. Es ist auch geil umgesetzt, muss man halt wirklich sagen, es ist ein richtig gutes, durchdachtes Game. Aber die Performance, weiß ja nicht. Ja, dann sind wir wieder bei der Formel 1, ne, also... Ein geil gebautes Auto, was schnell fährt, bringt mir nichts, wenn es nur 3 Runden hält und man es dann reparieren muss. So. Was habt ihr denn so für Erfahrungen mit Minecraft gemacht? Ich meine, ich habe jetzt hier auch keinen schlechten Rechner stehen. Aber trotzdem läuft zum Beispiel Battlefield bei mir besser in voller Auflösung als Minecraft. Wobei man ja auch sagen muss, Minecraft ist halt sehr ressourcenfressend, auch einfach nur... Ich glaube, das machen wir so. Da führen wir das quasi von oben weiter. Da machen wir dann hier so ein... Warte mal. Da. Ja, Minecraft ist halt auch einfach sehr ressourcenfressend. Einfach nur vom Konzept her einfach schon. Weil das eher eben...
dieses Spielkonzept mit diesem Open World Sandbox Game Art Dings da ist halt einfach schon sehr anstrengend für den PC, muss ich sagen. Das ist ja auch das Ding, zum Beispiel Cube World, wenn man das jetzt mal nimmt, ne? Das sind ja zwar auch diese Klötze, aus denen die Welt besteht, aber die kann man ja nicht abbauen. Und die werden wir, glaube ich, in Cube World, würde man die, glaube ich, auch nie richtig abbauen können. Weil Cube World dann einfach schon schlechter laufen würde. Weil jetzt bei Minecraft zum Beispiel muss jeder Klotz, der hier unter uns ist und der über uns ist, auch wenn wir den nicht sehen, wird er quasi vom Computer berechnet. Weil, wenn ich mich runtergrabe, muss ich den auch irgendwann mal abgraben können. Und das ist ja bei Cube World eben nicht so. Da werden dann, keine Ahnung, 3-4 Reihen von den Klötzen berechnet und der Rest unten drunter ist hohl. Deshalb läuft Cube World einfach viel, viel besser als Minecraft, weil der Computer viel weniger rechnen muss. Also so nehme ich das jetzt mal an. Weil man auch häufig gefragt wurde, warum läuft Cube World denn so viel besser als Minecraft? Ist doch dieselbe Grafik. Nein, ist es eben nicht. Cube World ist sehr oberflächlich, während Minecraft eben sehr in die Tiefe geht. Und in die Höhe. Ja, überall da, wo eben Klötze sind. So, was machen wir denn da rein? Das war jetzt auch sau blöd, dass ich das abgebaut habe. Jetzt komme ich da nämlich nicht mehr hoch. So, ich bräuchte mal, vielleicht bauen wir da unten erstmal ein bisschen Koppel ab.